Ja, Freunde, bald ist wieder Halloween und dieses Jahr habe ich mir wieder vorgenommen, Dead by Daylight zu spielen und das auch wieder mit ein bisschen Qualität. Das heißt, ich werde mal versuchen, mich wieder unter die ja, Rang 3, 4er zu mischen und da mal mitzumachen. Und heute ist mein erstes Testgame. Ab 13. werden nämlich die ganzen Punkte nochmal zurückgesetzt. Ich bin ja Rang 20, deswegen ist es jetzt vollkommen egal, was ich hier leiste. Ja, wir spielen erstmal eine Runde als Survival. Ich muss erstmal überhaupt wieder reinkommen. Ich kenne die neuesten Maps gar nicht. Ich habe zwischendurch mal dieses Jahr vielleicht ein, zwei Runden gespielt, aber nichts großartig. Und jetzt spielen wir ohne alles erstmal so. Ich habe natürlich meine besten Perks trotzdem mit dabei. Werdet ihr gleich sehen. Ich spiele nicht mit den absoluten Hardcore-Perks. Die das Spiel nicht so kennen, da gibt es dann Decisive Strike, also dass du dich dann noch selber befreien kannst. Und der Tat, dass du noch einen Schlag entgehen kannst. Alles so eine lustigen kleinen Sachen. Nee, ich habe den absoluten Normal-Perk drin. Self-Care, dass ich mich heilen kann. Balanced Landing, das heißt, wenn ich irgendwo runterspringe, kann ich kurz sprinten. Ist recht praktisch. Dann habe ich noch Borrow Time, dass ich jemanden retten kann. Und ich spiele mit dem Noob-Kätzchen, dass ich weiß, wenn der Killer mich anguckt, dass er hinter mir her ist. Also nichts Besonderes. Aber wir gucken mal, ob ich es noch hinkriege. Schutzwald. Wenigstens eine Map, die ich schon kenne. Das ist schon mal in Ordnung. Hey, erstmal eine Runde als Killer. Noch ein Dwight. Hilfe, wer spielt denn schon Dwight? Ich müsste bei Gelegenheit noch zwei Haken sortieren. Oh nö. Du hast mich nicht gesehen. Verarscht? Na, wo bin ich denn? Weglaufen, weglaufen, weglaufen. Sehr gut. Erstmal auf den Killer drauf zugerannt. So kennen wir den Roland. Ja, ich bin halt jemand, der sich gerne schnell bewegt und läuft. Fähigkeitschecks kriegen wir noch hin. Einen hat's erwischt. Und damit liegt Nummer 1. Sehr gut. Ein leichter Herzschlag. Hat er gerade einen Chili? Ne, der hängt den doch erstmal auf. Ernsthaft? Leute, wir sind alle auf einem Haufen. Unter mir hinterher? Nee, ne? Cool bleiben. Na, mein Großer. Ich hab Borrow Time. Na komm. Komm mir hinterher. Dir reicht mehr. Tschüss. So weit weg, wie es geht. Wenn ich keine Ecke mehr finde, nehme ich diese hier. Na los, komm. Zeit rausgeholt für die anderen. Ja, da freust du dich, ne? Woher wusstest du wieder, dass ich Dings drin hab? Borrow Time. Woher hat er das gewusst? Clicker Heroes! Wie ein Weltmeister! Sehr gut. Der macht den Generator.
Der hat Barbecue und Chili, der sieht die, 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 der sieht die. Junge, was für eine Taube los, der bewegt sich nicht. Bautz, eins auf die Fresse bekommen. Der andere kommt straight ahead her, das ist gut. Der andere macht einen Generator. So, wir können hier gleich sitzen bleiben. Mach. Das ist jetzt verdammt mutig. Der weiß, der sieht uns. Doch ist das Kätzchen nicht am Blinken. Cool bleiben. Ein Generator, das sieht nicht gut aus. Und der hat aufgegeben. Super. Das wird nicht gut für uns. Das sieht nicht gut aus. Da, 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 da. Wir rennen durch den Wald. Da, 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 da. Der hier nicht gegengetreten? Das läuft nicht gut. Wir kommen null voran. Das habe ich auch verpasst. Komm her hier. Ich verlasse mich auf den anderen, dass er ihn repariert. Er campt. Ich krieg einen zu viel. Ich lasse den Generator hier tappen, weil ich gerade verwirrt bin davon, dass das Ding zu sehen ist. Ja, kann ich nichts machen. Kann ich ihm auch nicht helfen. Im Perk hat selten einer drin ist. Na, traust du dich her? So, mein Guter. Er war nicht drin. Schneller reagieren können. Eine haben wir noch, eine haben wir noch, eine haben wir noch. Ah, der war gut. Ich habe gedacht, der kommt von links. Für das erste Mal war das ganz okay. So, jetzt habe ich wieder die Leertaste, Herr Mann. Tja, Barbecue und Chili, der weiß ganz genau, wo du bist, du Trottel. Immer antäuschen. Du willst es jetzt nicht ernsthaft noch probieren. Du hast kein Borrow Time. Du hast kein Borrow Time. Du nicht. Und der läuft um sein Leben. Aber er ist hinter ihm. Das war's, meine Damen und Herren. Vielen Dank, dass Sie an dieser Übung teilgenommen haben. Ende Gelände. Hier wird nicht aufgegeben. Hier wird niemals kapituliert. Hier wird die Leertaste so lange verprügelt, bis das hier nicht mehr geht. Das kann übrigens eine ganze Weile so gehen. Ernsthaft? Jetzt nochmal losgekommen. Ich krieg ein zu viel hier. Tja, und jetzt hat's ihn auch erledigt. Jetzt Schluss mit lustig. Aber vielleicht können wir sogar noch Pip. Müsste, könnte, reichen. Ein bisschen wenig Generator gemacht. Nein, reicht nicht. Wie viele Punkte fehlen uns denn? Doch viel zu schlecht. Ich habe gedacht, dass es hier noch für ein bisschen mehr Punkte gereicht hätte, aber gut. Macht nichts. War die Warmmachrunde.
So, zweiter Versuch, zweites Glück. Wir können ja auch noch. Wir können ja noch. Es ist ja nicht so, als wenn ich hier nichts hätte. Ich kann jetzt noch mal gucken. Ich habe noch tägliche Aufträge. Kann ich die anzeigen? Nee, kann ich. Muss ich erst so drücken. Hier, zwei Haken sabotieren. Können wir gleich noch machen. Wir können natürlich den Super-Dings mitnehmen. Oder wir nehmen das mit. Oder das. Oder das. Oder das. Haben wir nicht noch irgendwo Schlüssel? Ja, Schlüssel haben wir auch noch ein paar. So ist das ja nicht, als wenn wir hier nichts hätten. 20 Einheiten. Moderate Reportage frei. Wir brauchen aber eigentlich keine Reparatur, Geschwindigkeit. Wir bräuchten Sabotagegeschwindigkeit. Erhöht leicht die Reparaturgeschwindigkeit. Ja. Den nehmen wir dafür. Dann. Was packen wir uns noch mit ein? Oh, neues Ersatzteil. Nee. Lohnt sich nicht, obwohl wir haben 24 Einheiten drin. Wenn wir das. Nee, es ist mir zu risky. So, Sabotagegeschwindigkeit. Und, dicke Handschuhe. Okay, ich bin natürlich in der Werkzeugkiste. Ne? Hm, naja, gut, könnte man nehmen, muss man aber nicht. Anleitung. Das ist ja krass. Lächerlicher ging's nicht, oder wie? Dass du keine Fähigkeitschecks mehr brauchst. Kann man das eigentlich kombinieren? Weil wenn ich jetzt das mit rein tue und das nagelneue Ersatzteil, dann brauche ich keine Fähigkeitschecks mehr machen, oder wie? Ich nehme meine Handschuhe und was haben wir noch so schöne? Blutpunkte in der Kategorie. Tapferkeit. Wir wollen aber nicht tapfer sein. Ziel wollen wir auch nicht. Tapferkeit. Entspannt euch mal, ihr Süßen. Selbstlosigkeit. Überlebenskategorie. Wir können noch den Kuchen machen. Komm, wir machen den Kuchen für alle. Einmal Kuchen für alle. 100% mehr Lebenspunkte, wollte ich gerade sagen. 100% mehr Blutpunkte. Diesem Charakter habe ich es nicht unbedingt nötig, aber. Also Blutpunkte habe ich genug. Ich glaube, 1 Million, glaube ich, kannst du so haben. Ja, Obergrenze ist 1 Million. Mir geht schon gut. Am meisten spiele ich mit einem. Gut, dann wollen wir mal schauen, dass wir unsere 2 Generatoren repariert bekommen. Und dann dem Keller noch ein bisschen weglaufen, wenn wir wenigstens einen Pip am Tag schaffen. Wahnsinn, was für eine Leistung. Auf Rang 20. Also mit Freunden spielen ist es natürlich wesentlich einfacher. Wenn du da halbwegs ein paar Leute mit dabei hast, die das richtig drauf haben, dann bist du bimmeldi-bammeldi-bumm schon wieder auf Rang 10 oder so. Aber du musst dranbleiben. Wenn du hier mal Rang 1 erreichen willst, dann musst du hier spielen ohne Ende. Wow. So, keine der neuen Maps. Ich krieg immer nur die alten. Guten Tag. Wieder vereinigt. Ist ruhig hier. Das ging schnell. Mal durchgucken, mein Kätzchen sagt nichts. Das hat mal ein bisschen gedauert, das Reparieren. Das Sabotieren von Dings. Reparieren geht auf die Werkzeugkiste auch schnell, aber ich will noch meine Errungenschaft hier kriegen. Nein, das reicht nicht ganz. Nein, nein, nein. Trottel.
Das ist von der Killer. Sag jetzt nicht, der ist AFK. Ich höre hier nämlich nichts. Keiner wird angegriffen. Und hier ist auch schön die Animation überarbeitet. Ja. Ohne Killer ist das Spiel natürlich ziemlich lahmarschig, ne? Und so wie es aussieht, spielt er nicht mit. Gerade Pipi-Pause. Sehr gut. Wenn wir was aufnehmen, keiner da. Wunderbar. So mag ich das. Aber gleich spiele ich auch eine Runde Killer. Den guten alten Trapper wieder rausholen. So, wo ist denn unser Killer? Jetzt gehe ich mal fragen. Der muss ja doch irgendwo rumstehen. Steht er auf der anderen Seite? Kann natürlich sein, dass er sich hier verschanzt hat. Drei Generatoren. Wusste nix. Außer den Herzschlag kurz. Was hat das Tote gefunden? Tote dauert ziemlich lang. Schön noch ein Herzschlag stehen. Der kommt eh nicht. Ich könnte jetzt hier auf den Pip setzen. Läuft er wirklich da drüben rum um diesen einen Generator? Tatsächlich, es gibt sogar einen Killer. Ich kriege einen zu viel. Schön, vier Generatoren sind gemacht gleich. Ich würde ganz gerne hier oben auf diese Kiste. Es rappelt im Karton. Tung, 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 tung. Medikit. Hill, hill, hill. Billy, Billy, Billy. Du machst das schon. Boah, ist das ein Trottel. Der eben war wenigstens halbwegs gut, ne? Er war jetzt auch nicht überragend, ne? Barbie und Chili und so. War das ganz nett. Wir sehen live zu, wie der Killer im Kreis rennt. Kann er nicht leben. Ich will jetzt unbedingt hier unten die Kiste natürlich grabbeln. War doch sonst immer eine Kiste, ich wusste es doch. Dämlich. Komm schon. Komm schon. Wir brauchen einen Reparaturkasten. Reparieren. Ja! Kurz rausrennen. Den Haken anfassen. Zeit im Keller. Ja, ich komme gleich. Ich muss nur noch schnell den Haken sabotieren für meinen täglichen Auftrag. Sollte für heute gereicht haben. Das ist cool, entspann dich. Ich nehme den Bonbon. Balance Landing, rette mich! Woo! Neo, miep, miep! Miep, miep! So, mach mal. Kommst du her? Boah, ist der schlecht.
Wahnsinn! Wow! Weißt du, ich bin jetzt mit Absicht gesprungen, damit, na, wenn ich nämlich schnell über das Dings krabbel, durchs Fenster, dann kriegt er auch so ein Signal. Dann müsste er denn das eigentlich sehen, dass ich da bin. Aber anscheinend, Hobbygamer. Einmal im Jahrzehnt. Also richtig schlecht, das ist der absolute Wahnsinn. Rang 20 ist noch nett. Ich höre die Kettensäge. Oh, ich komme jetzt auch. Hier doch noch einen zweiten Ausgang. Nehmen wir den so lange. Mein Gottchen, nee. Entspann dich, nimm den Bonbon. Dem ist schon klar. Das muss sein erstes Spiel sein. Es gibt zwei Ausgänge. Entspann dich, ich hab Zeit. Ist dem das eigentlich klar? Das müsst ihr eigentlich hören. Also ich mache das jetzt nicht, um den zu trollen, aber... Ja, hier ist noch ein zweiter Ausgang. Na dann halt nicht. Hobbygamer. Definitiv. Ich meine, ich bin jetzt auch nicht spitze, aber... Hey, meine Glückpunkte. Sehr schön. Mal, irgendwo konnte man das noch sehen. Rang 20, ja. Ja, der hat gerade angefangen, da wette ich drauf. Das ist... Anders ist das nicht nachzuvollziehen. Der hat es absolut nicht drauf. Nur zwei Pox, drei kann er eigentlich mitnehmen. Aber als Killer ist es verdammt schwer. Da musst du echt ein bisschen was drauf haben, jetzt hier, wenn ich normal als Killer spiele, ich habe ja schon öfter Killer gespielt gehabt, deswegen, da kenne ich mich eigentlich ganz gut aus. Deswegen verlasse ich mich auch drauf, dass ich jetzt hier alle vier bekomme. Also, wenn die nicht ein bisschen was drauf haben, sollte das eigentlich funktionieren. Wäre peinlich, wenn ich jetzt nicht mindestens zwei, drei bekomme. Wenn einer natürlich Luke abhaut, kann ich natürlich nicht viel machen. Gute Schraubfeder, wer hat die denn eingepackt? Wollen wir heute richtig asozial sein? Oh, was sind wir denn? Warte mal. Es gibt hier irgendwo die taube Falle. Habe ich die noch bei? Nee, ne? Schwarzer Matten. Die haben 28 Federn. Entschärfende Falle. Dann können sie die nicht entschärfen. Dann nehmen wir noch eine zusätzliche Falle mit. Brutalitäts-Hinterhältigkeitskategorie. Das ist für mich. Wir haben einen festen Griff drin. Ruf der Krankenschwester. Brutale Stärke. Und mein Ruin. Ist jetzt auch nicht mehr so super gut. Aber wir schauen, ob meine alte Taktik von früher noch funktioniert. Wir spielen den Klassiker der Hero-Roland-Taktik von DVD. Wir suchen uns drei Generatoren, die wir verschanzen. Also taktisch gesehen arbeiten wir darauf hin. Also es ist nicht so, als wenn wir gleich zum Anfang sagen, wir bleiben bei den drei Generatoren stehen, sondern versuchen die auch in diese Position zu bringen, dass diese drei am Ende übrig bleiben. Aber im Grunde genommen, wenn man sagen will, ja, Roland, der kämmt. Bei drei Generatoren und meint Herz drauf. Mal sehen, ob das jetzt hier so gut klappt, wie ich mir das gedacht habe. Wie gesagt... Die Erfahrung habe ich, und wenn ich jetzt hier nicht gegen halbwegs Leute spiele, die ein bisschen was drauf haben, haben die eigentlich keine Chance. Das läuft so ungefähr wie im ersten Spiel. Aber freuen tue ich mich trotzdem schon. Killer spiele ich furchtbar gerne. Tja. Auf geht's! Ja, ja! Dibble, dubble, dibble, die! Ach, herrlich. Zum ersten Mal wieder eine Runde Killer. Werde ich jetzt verkacken? Ja, natürlich.
Ein Bett im Kornfeld. Ja, das ist immer frei. Ach komm, leck mich. Das ist schon dabei. Da 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 da. Da 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 da. Ja, warte mal hier drin rum. Zack. Pick up. Ich die Hand habe noch ordentlich hinbekommen. Ein Fällchen. Zack, mitnehmen. Das war aufgestellt. Oh, wer ist denn da? Soll ich da mal kommen? Ich komme gleich. Entspann dich mal. Ich muss hier noch super Loop-Ecken noch zustellen. Bin gleich da. Ich habe ganz viel Zeit. Die sind nicht gut. Zwei Generatoren schon geplatzt, noch nicht mal 10 Sekunden. Ich bin noch gar nicht zu meinem Rune gelaufen. Na Freunde, wo verstecken wir uns denn? Sind wir vielleicht hier? Da läuft doch wer. Hallo. Hallo, ich komme. Jetzt ernsthaft? Nein, wo kann er denn sein? Wo ist er denn? Nein! Das ist ja unglaublich! Roland, ein Fuchs! Wahnsinn! Der war gut, oder? Unglaublich, nicht mit zu rechnen. So, jetzt soll ich erstmal zu meinen Runen gehen. Aller Zeit der Welt. Na hallo, wo wollen wir denn hin? Wir haben es aber auch heute eilig. Mann, 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 Mann. Ich bin übrigens hinter dir. So. Komm aus dem Kindergarten hier. Aber die Generatoren machen so gut. Aufgestellt. So. Wir werden uns jetzt auf diese drei Generatoren fixieren. Oh, wer heilt sich denn da? Na, wer heilt sich denn da? Die Krankenschwester sieht dich, die Krankenschwester sieht dich, die Krankenschwester sieht dich. Es gibt Momente im Leben, die sind sehr ungünstig. So wie dieser hier. Hallo. Pick up. Da 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 di da 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 da. Oh, die zweite Runde heute schon. Viel Liebe, diese Falle wieder aufgestellt. Wir haben noch drei Generatoren. Wir können uns zur Not auch auf die hinteren zurückziehen. Jetzt hat er aufgegeben. Tut mir leid, dass ich 2 Sekunden hier gestanden habe. Ernsthaft jetzt. Ah, wer heilt sich denn da? Na, gucke doch mal. Na, wen haben wir denn da? Du weißt schon, dass du hier die Palette nutzen darfst. Na, jetzt auch nicht mehr. Doch noch rascheln hier. Oh, in welche Falle ist er denn gelaufen? Eine Falle hat er gerade mitgenommen. Den hinteren kann er ruhig fertig machen. So. Wir haben 3, wir kontrollieren das Spiel. Alle Zeit der Welt.
stellen die jetzt zu. Na, natürlich meine eigene Falle. Ja, trotzdem. Verdammt. Zu gut aufgestellt. Zu gut aufgestellt. So, dem geht's gut. Na, wen haben wir denn hier? Hallo? Läufst du sogar in den Weg rein hier? Hier hätte ich gerne noch eine Falle. So, Freunde, jetzt komme ich. Schatzi, Mausi, Pupsi. Wir tun einfach so, als wenn wir sie nicht gesehen haben. Aber vielleicht habe ich dich doch gesehen. Hallo? Mutige Entscheidung, durchs Fenster zu gehen. Wo wollen wir hin? Haben wir es eilig? Wir haben es heute sehr eilig. Aus der Richtung komme ich, da würde ich nicht lang gehen. Hallo? Das ist ja viel leichter, als bei Hand gehen einen Punkt einzunehmen. Das ist so schön easy. Das wird auf Rang nachher 10. Das ist überhaupt nicht mal lustig. So. Wie weit seid ihr denn mit euren Generatoren da hinten? Könnt den in der Mitte ruhig machen. Kannst auch an mir vorbeilaufen. Ich hab dich gehört, ich bin ja nicht da. So, pick up. Und mittlerweile haben wir alle unsere Fallen hier in diesem Gebiet verteilt. Ich überlege gerade, wo ich noch diese hinpacken kann. Klar, was ich meine. Drei Generatoren. Stehen jetzt nicht super nebeneinander, aber ich habe alle drei in Sichtweite, wenn ich will. Oder bin zu nah dran. Na, wer heilt sich denn da? Ich sehe dich doch, ich bin doch nicht blind. Ach, verdammt, Mist. Wollte in die Ecke hauen. Na, wo ist er denn? Wo ist er denn? Haben wir keinen Blutschwur? Ach, hier war irgendwas blutig. Ich bin bloß blind, das ist alles. Na gut. Kriegt er den Generator da hinten heute noch fertig? Aber wer schreit denn hier? Kannst du nicht woanders hier rumjaulen? Wo willst du hin? Oh, ernsthaft, hast du nicht getroffen? Gnadenfrist. Halt, ich geh mal kurz darüber. Na? Schätzelein! It's the Trapper! It's a trap! Das tut mir nicht leid. Also so gar nicht. Komm, wir sind heute mal sehr einfallsreich, wieder an dieselbe Stelle. So, alle Generatoren einmal abhorchen. Hört sich gut an. Wunderbar. Es läuft. Na, wo wollen wir hin? Rennen wir jetzt wieder endlos mit Roland im Kreis? Ich komme. Na? Erwischt. Was machen die denn? Ich will noch ein bisschen Spaß haben. Eine Ruhe hier. Tut mir leid. War ein Reflex. Disconnect. Toll.
Ich gehe davon aus, sie sind beide an derselben Position. Na, wo wurde sich denn geheilt? Komm, mach das Licht an. Ah. Wo haben wir denn's? Wo seid ihr denn? Wird sich heute nicht geheilt? Heile, heile Gänschen, wirf es mir an mein Schwänzchen. Wo bist du denn? Es tut mir leid. Aber wenn du immer in dieselbe Falle rennst, dafür kann ich ja nichts. Gut, war jetzt nicht derselbe, weiß ich nicht. Hab ich gerade nicht drauf geachtet. So, rechts oder links? Jaul mal! Nicht zu hören. Gnadenfrist, Freunde. Hast du etwa mal... Das ist ja eine Unverschämtheit. Meine Falle entschärft. So ein Bösewicht. Hab die anderes noch nicht entdeckt. Wo tun wir die Falle heute woanders hin? Schätzelein, wo seid ihr denn? Die Bobs verhauen, da ist Roland Stark drin, ja. Fühl mich gerade wie so ein Neunklässler im Kindergarten und verhau die Kleinen. Haben wir uns vielleicht im Schrank versteckt? Ist es vielleicht dieser Schrank? Verdammt. Heute nicht in den Schrank gestellt. Freunde, wir können das den ganzen Tag lang spielen, aber irgendwo muss Schluss sein. Ja, macht doch ein paar Geräusche, dann finde ich euch auch. Jetzt ist aber Schluss. Bin ja nicht dämlich. Na, leicht nervös geworden? Trottel, da ist die Schnauze voll, er will nicht mehr. Haben wir die Luke gefunden oder was? Das könnte sein. Traue ich ihm das zu? Dass die zusammenspielen? Wenn er da hinten umherläuft, muss hier die Luke sein. Nee, 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 nee. Netter Versuch. Halt dich mal kurz fest in der Falle. Dich habe ich gesehen. Entkommen ist jetzt nicht. Der war gut. Wäre fast drauf reingefallen. Jetzt ist Schluss. So ein Tag, so wunderschön wie heute. Hallo. Hier bist du. Ja, ist ja gut, ich komm. War zu erwarten. Ja, aber die erste Runde als Killer ist immer schön. Schön auf Bobby 20. Da, was kriege ich hin? Das war jetzt wirklich nicht schwer. Aber das Gute an meiner Taktik ist, es ist auch sehr survival-freundlich. Also das möchte ich jetzt mal so sagen. Wenn ich nämlich auch die drei Generatoren spiele, spiele ich ja recht defensiv und lasse die anderen ja erstmal kommen und die Generatoren machen. Und man sieht ja, ich habe die jetzt hier ganz gut auch noch umhergescheucht. Also ich war jetzt auch noch ganz lieb. Ich habe noch nicht mal Hardcore gespielt.
Aber Doppelpip. Oh, haben wir die vollen Kategoriepunkte gemacht. Da haben wir es drauf gehabt. Ja. Ja. Gut, reicht. Eine Runde als Killer. Die war dafür doppelt so lang und hat doppelt so viel Spaß gemacht. Ja, freut euch schon mal drauf. Ab dem 13. wird dann Run Reset gemacht und dann geht's hier richtig los mit Dead by Daylight. Ich hoffe, ich werde noch ein bisschen besser. Also dann, freut euch drauf.